Hallo zusammen. Lasst euch durch die weihnachtliche Musik im Hintergrund nicht stören. Die kommt jedes Mal, wenn man Crusader Kings 2 spielt, in der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, kompletten Dezember. Ich habe da noch nie genau so aufs Datum geguckt. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier in muslimischen Spanien, wo unser Herrscher Sultan Vanaco, der Heilige, einen heiligen Krieg führt, beziehungsweise es ist der katholische Kreuzzug zur Befreiung von Andalusien. Und die Katholiken haben unter Papst Gregorius den VII. Jetzt einen neuen Anführer. Der Krieg war schon fast gewonnen, oder er war gewonnen, weil Vanaco an den Papst gefangen nehmen konnte. Aber da er ein religiöser Eiferer ist, wollte er ein Exempel statuieren und hat den Papst hinrichten lassen. Dadurch ist der Warscore von 100% auf 17 zurückgefallen. Ja. Wir kämpfen hier an mehreren Stellen. Hier sind die Tempelritter und eine Armee von Pisa. Ah, Tempelritter sind nur drei, okay. Hier haben wir eine Armee aus Jerusalem mit Soldaten des Malteserordens. Ja, was haben wir hier noch? Die gehen uns wahrscheinlich nichts an. Oder die sind auf dem Weg zu uns. Hier haben wir auf jeden Fall gerade eine Armee geschlagen. Da seht ihr ja, sind viele Bretonen, Iren, Thomond, Wessex und auch Tempelritter dabei. Ja, die wurde auf jeden Fall geschlagen, diese Armee. Und wir müssen mal schauen. Andalusien halten wir, glaube ich, noch alles besetzt. Deswegen ist da keine Gefahr. Aber diese Armee da stört mich doch arg. Deswegen werden wir erstmal diese alle zusammenfassen und dann teilen. So, diese 9000 Mann marschieren jetzt hierhin. Und diese 8000 marschieren hier runter. So, und dann schauen wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Da oben marschieren auch welche lang. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Wir wollen die platt machen. Da oben kommen noch mehr Truppen. Wir müssen zusehen, dass wir die dann schnellstmöglich wieder vereinigen. Glaube, wir gehen kein Risiko ein, sondern marschieren hier. Die können wir da unten erstmal lassen. So, die Schlacht ist auf jeden Fall gewonnen. Und dann marschieren die nämlich dorthin. Irgendwie an diesen 9200 dranbleiben. Oh, 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 oh. Das könnte jetzt ein bisschen haarig werden, weil die einen ordentlichen Verteidigungsbonus kriegen. Oh ja. Kann ich hier noch irgendwelche Truppen rausziehen? Nicht wirklich viel. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Marschiert immer nach Kunkka. Nun, das hat Leute gekostet. Das hat Leute gekostet. Wo ist denn unsere Armee da? 9000 Mann. Lassen wir mal da marschieren. Hat sie wieder geteilt, okay. Dann sollten wir doch definitiv verbinden. Weil hier kommt so einiges rein und wenn die sich verbinden, dann ist das äußerst ungünstig. Okay, dekadente Verwandte. Wer ist denn da dekadent? Prinz Fahd, unser Sohn. Er soll sich bessern. Mein dekadenter Sohn, Prinz Fahd vom Abadid-Sultanat, weigert sich, sein sündiges Leben zu ändern. Ich kann ihn Kafir nennen, Grund genug, den Unsittlichen einzukerkern.
Ja, ich muss ihn vor den Feuern von Yanam retten. Präsentiert Pfad religiöse Argumente. Ja, wir sind religiöse Eiferer, das machen wir so. Mein Sohn war von meinen Ausführungen zu Tränen gerührt. Er wird einen heiligen Orden beitreten und Allah dienen. Ja, super. Bleib du da stehen. Ihr verbindet euch jetzt. Wir müssen diese Armeen schleunigst schlagen. Da unten sind 7000 Mann mittlerweile schon. Dann gehen wir dahin. Versuchen wir die zu schlagen. Und alles andere ist hier stark verteilt. Das sind aber, ich weiß nicht. Was machen die dort? Mein Marschall teilt mir mit, dass mein Befehlshaber Gil beträchtliche Fortschritte erlangt hat. Ja gut, das soll uns jetzt nicht weiter jucken. Wir müssen hier Armeen schlagen. So. Da wurde einer gefangen genommen. Den wir gleich hinrichten lassen, natürlich. Wurde auf Geheiß von Sultan Vanako von Abadid Sultan ein Wildschwein zum Fraß vorgeworfen. Okay. So, jetzt marschieren wir hier hin. Wo sind denn die anderen? Diese 7000 waren doch daran nicht beteiligt, oder? Die werden wahrscheinlich irgendwo sein, wo wir sie noch nicht sehen können. Da sind welche auf der Flucht. Das sind, glaube ich, die Reste von der Armee. Okay, hier haben wir noch Bildungsschwerpunkte. Unser Enkel ist gut in Staatsdiplomatie. Grüblerisch. Er ist leider grüblerisch. Hier ist doch die diplomatische Ausbildung. Eigenwillig ist er zwar, aber er kriegt trotzdem so eine Ausbildung. Und noch eine unserer Enkelin, die demütig werden soll. So. Jetzt aber. Unser Halbbruder hat den Titel Emirat von Cordoba übernommen. Ja, von mir aus. So, das sind 6000 Mann, die er da zusammengezogen hat. Und die verschlagen wir hier. Und noch ein Enkel. Ja, der wird natürlich an der Waffe ausgebildet. Sollten wir eigentlich bei jedem Jungen machen. So, und da haben wir wieder einen Fang genommen, den Bürgermeister Kulmin von Saint-Brie. Oder Saint-Brique. Auch der wird hingerichtet. Der wird nur gehängt. Und hier vorne haben wir jetzt auch noch ein paar Truppen, die sich plündernd durch unser Land bewegen. Was haben wir denn hier? Wir schlagen vor, dass Prinz Kasai von Mali und Prinzessin Tahira heiraten. Ansprüche hat sie ja keine. Und der Vater, Sultanat von Mali, akzeptieren wir. Und da oben will einer durchbrechen. Das sind die, die auf der Flucht sind, die wir eben geschlagen haben. Pfad von Kordoba.
kordobanische Revolte hat Prinz Hakam den Krieg erklärt. Krieg um Cordoba. Ja, macht ihr, Mann. Ich muss mich hier um wichtigere Sachen kümmern. Na, der kommt schon wieder. So langsam sollten wir die Armee doch kriegen, ey. So, sehr schön. Und jetzt müssen wir da oben mal aufräumen. In Leon und hier hinten verschanzen sich unsere Feinde. Und das können wir nicht gutheißen. Wo will er denn hin? Hier sind 500 Mann, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Oh, jetzt kommt noch ein bisschen was nach. So, unser Schwiegersohn, der hat eine Revolte gemacht, möchte Prinzessin Abda heiraten. Die ist 33. Ablehnen. Wäre ich da noch reingezogen? Unsere Tochter hat einen Bastard geboren. So. Jetzt aber hier hoch. Sind bei 23%. Fliehen. Warum kann ich denn nicht hier durch? Wollte ich gerade schon sagen. Es dauert halt nur länger. Aber irgendwo müssen sie ja sicher hier verschanzen, Mensch. Wie sieht's denn aus? Unsere Vasallen. Wir haben gar keinen Regenten ernannt. Das ist schlecht. Das ist natürlich Rashid, unser Sohn, ne? Der mal alles erben soll. Ist doch Rashid, oder? Ja. Führt sogar Truppen an, das gefällt mir nicht. So, wir sind in Valladolid. Auch wieder welche gelandet. Da läuft ein Waffenstillstand aus. Aber wir müssen diesen Krieg gewinnen. Meine Tochter, Prinzessin Rafika, fühlt sich in letzter Zeit nicht wie ihr altes Ich. Mir ist ihr aufgefallen, dass sie an Gewicht verloren hat und unter allen Fällen schwerer Müdigkeit leidet. Die Ursache scheint ein Tumor zu sein, der an ihrer Lebenskraft zehrt. Ich muss einen Hofarzt finden. Wir keinen. Und wieder ein Morgen, in dem ich noch müder bin als am Abend zuvor. Mein unruhiger Verstand braucht etwas. Vielleicht sollte ich jetzt einige Zeit allein verbringen. Ja, religiös ist er ja. Ja, wir ziehen uns zur Meditation zurück. Unser Sohn übernimmt unsere Aufgaben. Und unsere Gattin ist gestorben. Unsere Gattin. Ach ja, endet ja automatisch die nächste. Und die sitzt im Knast. Warum man dann ausgerechnet die nimmt? Komisch. So, ich habe einen neuen Respekt vor den Eremiten der alten Zeit. Meine Fastenzeit und Gebete in Abgeschiedenheit haben mir gut getan. Allah half mir, meinen Verstand zu stärken. Gut. Aber wir sind leider nicht fleißig geworden.
In einem nahegelegenen Dorf wohnt die alte Dania. Sie ist dort äußerst beliebt und hilft den Dorfbewohnern großzügig medizinischen Angelegenheiten, baut Heilmittel aus Kräutern oder amputiert infizierte Gliedmaßen. Sie erklärt sich damit einverstanden, an den Hof zu ziehen, wenn ihr dem Dorf eine ansehnliche Menge Gold spendet. Die ist 70. Nein. Und wir schauen mal, ob wir nicht jemanden haben als Hofarzt. Und da haben wir doch schon. Jill, den Scheich von Kunka. Hat aber auch gerade die Grippe. Und der Wali Ayub von Carmona ist unser Freund. Dann nehmen wir den natürlich. So. Wir haben noch eine Hofposition offen. Und das macht auch der Wali von Carmona. Super. Können wir noch irgendwelche Gesetze ändern? Was wäre denn noch wichtig? Da können wir alle nichts machen und den Rat auch nicht. Nee. Gut. Also lasst uns diesen Krieg zu Ende bringen. Unsere Schwiegermutter ist auch gestorben. Oh, das sammelt sich aber hier. Aber es sind alles so kleine Armeen. So kommen wir doch nie auf einen vernünftigen Warscore, Mensch. Und ich sollte aufhören, in diese feindlichen Gebiete zu laufen, wenn ich sehe, hier sterben genug Leute. In Porto ist Typhus ausgebrochen. Okay, das sollten wir im Auge behalten. Da erstmal stehen. Bürgermeister Abdul Hasam fürchtet, dass es den Menschen meines Reichs an Gerechtigkeit mangeln würde, wenn ich weiterhin keinen Oberkadi wählen würde, der sich um alle rechtlichen Dinge kümmert. Um seine Sorgen zu lindern, kam Bürgermeister Abdul Hasam zu mir und schlug mir jemand vor, von dem er überzeugt wäre, dass er einen exzellenten Oberkadi abgehen würde zu. Willkürlich, tapfer, zufrieden ist er auch. Okay, nehmen wir. Und zieht dahin, nach Alto Aragon. Jawohl, jetzt müsste ich euch doch kriegen, ne? Die dürften doch nicht mehr weglaufen, die 700 Mann. Was machen eigentlich meine Bediensteten? Organisieren. Nein, du könntest jetzt mal Truppen ausbilden. Besser ist das. Wir brauchen Nachschub. Bauaufsicht brauchen wir momentan auch nicht. Treib Steuern ein. Ja. Haben wir noch irgendwen zu bekehren hier? Oh ja, einiges. Katholisch sind sie hier. Dann bekehr die mal da. Wir ziehen hier runter. Da kloppen sich die Rebellen mit denen, was ist das? Ulster und dergleichen. Die werden sich nicht lange dran freuen. Wir sind jetzt da. So. Verlobte können heiraten. Den Prinz Kasai von Mali. Macht das. Okay. Wir kommen hier nicht richtig voran mit dem Warscore. Vielleicht sollte ich mal ein Schiff rübersetzen und den Papstbesuch abstatten. Hm? Wäre das nicht eine Maßnahme, oder? Was haben wir denn hier an Schiffen? 134, das passt doch fast.
Die kann ich doch bestimmt noch irgendwie auflösen. Die haben gar nicht so viele eigene Truppen ausgehoben. Das meiste sind alles Vasallentruppen. So, reorganisieren. Wen schmeißen wir dann jetzt mal raus hier? Hier ist Gefolge. Die können wir doch mal rauspacken, oder? Packen wir die Gefolgetruppen mal eben raus, diese hier. Und diese 13.000. Haben wir hier nicht noch einen Anführer, Mensch? Was macht der denn da drin? Fadel, Abad. Ich muss hier unbedingt mal an den Eigenschaften bei. So. Hier geht aufs Boot. Das ist jetzt risikoreich. Aber wir versuchen es. Wir versuchen direkt in Rom zu landen. Ja, okay. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.